So, einen wunderschönen guten Nachmittag allerseits und herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Trading im Namen von XM.com. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute Nachmittag wieder zugeschaltet habt. Auch heute leider nochmal ohne Kamera. Ich bin immer noch im Homeoffice und wie man unschwer hören kann, leider immer noch ziemlich geschlagen. Diesmal zwingt mich eine Virusgrippe ziemlich in die Knie. Das hatte ich schon sehr lange nicht mehr, aber ich möchte natürlich euch trotzdem mit meiner Erfahrung und mit meinem Wissen dienen und euch ein bisschen was hier auch heute Nachmittag Live-Trading machen, vielleicht den einen oder anderen Trade gemeinsam mit euch aufsetzen und ein bisschen über Trading sprechen, solange meine Stimme das noch hergibt. Ist schon ein Ticken besser geworden gegenüber Montag, aber wenn es euch ein bisschen leise ist, dann müsst ihr leider heute den Lautsprecher etwas lauter aufdrehen, weil ich nach wie vor nicht wirklich laut sprechen kann. Seid mir auch bitte nicht böse, dass ich ab und zu kurz Pause mache, um was zu trinken, damit ich auch die nächsten 45 Minuten durchhalten kann. Vielen Dank schon mal vorab dafür euer Verständnis. Ich freue mich sehr, dass ihr dennoch eingeschaltet habt, um mit mir durch die Märkte durchzugehen und im kurzfristigen Scalping-Modus auf eine Minute in Sachen Trendfolge das eine oder andere vielleicht auch mitzunehmen. Ihr könntet mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr viele Fragen stellt, hier auf GoToWebinar. Wenn ihr möchtet, natürlich auch sehr gerne auf YouTube. Aber der Hauptpart ist hier auf GoToWebinar. Deshalb fühlt euch so frei, eure Fragen oder Wünsche oder Analysewünsche gerne einfach in den Chat reinzuschreiben. Dann haben wir eine abwechslungsreiche Session hier bei xm.com. Ich bedanke mich auch in aller Offenheit und hier in dieser Form bei XM, dass ich das hier zweimal die Woche machen darf. Mittwochs steht nachmittags immer ganz im Zeichen des ganz kurzfristigen Tradings. Und da ist natürlich auch wichtig, dass wir nicht unbedingt in wichtige Marktanalysen respektive Wirtschaftsdaten reinlaufen. Und da ist natürlich wichtig, dass wir uns kurz mal anschauen, was denn jetzt in den nächsten 45 Minuten auf der Uhr steht. Wenn das Ding dann aufgeht, da ist es auch schon. Und dann schauen wir mal, was noch Wichtiges reinkommt. Also wir sehen schon in den nächsten, für in unserer Stunde kommt nichts rein. Der nächste wichtige Termin ist dann um 16 Uhr. Da geht es dann um den kanadischen Notenbankentscheid. Da ist geplant eine Erhöhung um 25 Basispunkte und da darf man dann auch gespannt sein. Und ja, das war es dann im Prinzip für den heutigen Tag dann auch schon. Heute Morgen kamen dann schon hier in Deutschland der IFO-Geschäftsklimaindex raus. Der fiel ein bisschen besser aus als erwartet auf 90,2 Punkte. Der DAX hat auch ein bisschen drauf reagiert. Das schauen wir uns gleich mal dann in den Märkten auch an. Ja, was diese Woche dann noch weiteres stattfindet, wenn du dich auch noch für meine beiden Kollegen interessierst, die freuen sich natürlich auch, wenn du ihnen deine kostbare Lebenszeit schenkst. Morgen der Gill mit Live-Trading und Marktüberblick und am Freitag noch der Price-Action-Smasher für hohe Trefferquoten für den von Frank Soleder um 19 Uhr. Okay, dann lasst uns doch gleich mal hineingehen in den Markt. Ja, und hier haben wir folgende Situation. Ich habe gerade vor wenigen Minuten, kurz vor dem Öffnung des Marktes, zu der Eröffnung des Webinars, hier einen Trade gemacht. Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt noch in diesem blauen Aufwärtstrend hier drin. Und da hat er mir hier auch ein Signal geliefert. Da kam ich ganz kurz. Also ganz kurz vor dem Trendbruch kam ich hier ganz gut in den Preis hinein, aber leider hat sich dann erstmal der Abwärtstrend fortgesetzt. Der blaue Trend war der korrektive Trend und der Abwärtstrend war der Haupttrend und der hat sich leider fortgesetzt, hat dann mein Stop-Loss gerissen. Ja, und jetzt ist der Aufwärtstrend kaputt. Dafür hat sich eben dieser Abwärtstrend hier auch fortgesetzt und jetzt ist er hier erstmal in die Korrektur. Jetzt kann man hier erstmal nichts machen. Und als Trendfolger ist es halt dann grundsätzlich immer wichtig,
dass ich den Trend fachlich korrekt zeichnen kann. Also das sollte man vielleicht auch wissen. Das ist etwas, was leider nicht gelehrt wird, aber ich erzähle es euch hier, dass man Trends nicht nach Wahrnehmung zeichnen kann. Also muss ich mich anders ausdrücken. Wenn du den Trend richtig zeichnen möchtest, nach Logik, weil Trading ist ja, werde ich auch nicht müde zu erwähnen, ein mathematisches Nullsummenspiel und damit sind wir im Bereich der Logik. Da kann ich nicht mit Wahrnehmung arbeiten. Ne? Und wenn ich jetzt hierher gehe und als Beispiel, so wie es die Markttechniker zum Beispiel machen, dann hier sowas wie, das ist jetzt der große Trend und was weiß ich hier, mittlerer Trend. Und das ist dann eine Sache der Wahrnehmung, weil wenn du da fünf Leute davor sitzt, dann kriegst du fünf verschiedene Zeichnungen. Das funktioniert aber in der Realität nicht. Und es funktioniert deshalb nicht, weil der Trend ja auf dem basiert, was sich im Orderbuch abspielt. Und im Orderbuch selber existiert ja nur ein Zahlenwerk, ne? Preis und Volumen. Und dort entstehen dann entsprechende Umkehrpunkte. So, und wenn also dort Logik stattfindet, muss logischerweise auch mein Trendzeichnen logischen Prinzipien folgen. Und da hat Wahrnehmung, der individuell ist, nichts mit Logik zu tun. Und deshalb muss man lernen, eben wie der Trend logisch gezeichnet wird. Und da gibt es halt eben keine drei Trends, groß, mittel und klein, weil groß, mittel und klein ist ja immer individuelle Definitionssache, hat wiederum mit Logik nichts zu tun. Und dementsprechend kann es nur zwei Trends geben, immer einen Haupttrend. Und wenn es überhaupt einen zweiten gibt, dann einen korrektiven Trend. Und deshalb muss man das lernen. Und da gibt es jetzt seit letzter Woche diesen Indikator, der genau das so zeichnet, wie es gezeichnet werden muss. Der erste übrigens weltweit seiner Art, kann man 14 Tage testen. Und den verstehst du allerdings nur, wenn du vorher meinen Online-Kurs gemacht hast, wo du das Trendzeichnen von Hand lernst, ne? Weil der Indikator ist ein Tool, der ist nur so gut wie derjenige, der es anwendet. Und jeder Handwerker weiß, dass ich mein Tool nur dann bestmöglichst einsetzen kann, wenn ich weiß, wie das Handwerk funktioniert. Also, das muss man an der Stelle sagen. Deswegen werden auch viele, die den eventuell jetzt testen und nicht verstehen, wie er zeichnet, auch Verständnisprobleme dabei haben. Und deshalb sollte man das vielleicht an der Stelle auch noch wissen. Gehen wir durch die Märkte einfach mal kurz durch. Und wir beginnen mal hier. Also Gold habe ich jetzt gerade schon besprochen. Und hier haben wir schon einige Abwärtschancen gesehen. Der Indikator zeichnet eben nach diesem festen Regelwerk, nach den Dow-Prinzipien, diese vier Regeln also auch ein. Das heißt, es muss ein valider Trend da sein, der muss zwischen zweiten und vierten Trendarm sein, dass der Einstieg gemacht wird. Dann natürlich die Korrekturtiefe wird entsprechend gemessen. Und dementsprechend folgt ein Einstieg und dann natürlich die Ausgleichskerze. Und dann seht ihr hier die Einstiege und Ausstiege. Und der Indikator berechnet gleichzeitig auch noch dein Positionsmanagement. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr um die Positionsgrößenberechnung kümmern. Das macht er dann automatisch, bezogen auf das, was man natürlich eingestellt hat, logischerweise. Und das sind dann auch diese Einstiege hier. Und wenn man jetzt diesen Haupttrend hier in Gold zum Beispiel anschaut auf eine Minute, dann sieht man schon, wo hier die Einstiege waren. Ja, und wenn man eben dann eine entsprechende Stoppführung dann gehabt hat, dann konnte man hier immer wieder von diesen Short-Geschichten spätestens jedoch hier dann auch partizipieren, diese Short-Einstiege. Und da gab es auch immer wieder noch Long-Einstiege, weil der Trend von links natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch aufwärts gerichtet war hier in diesem Spiel. Jetzt sind wir, kümmern wir uns aber natürlich nicht um die Vergangenheit, sondern jetzt müssen wir uns um die Gegenwart kümmern. Wie kann ich jetzt zu einem Trade kommen? Im Moment jetzt hier im Goldchart gar nicht, weil das hier schon der vierte Trendarm ist. Jetzt geht die Korrektur sehr, sehr steil nach oben und da würde ich jetzt eher dann auf einen Kauf warten, aber dazu haben wir halt einfach keinen Trend. Und die Regel 1 lautet ja nun mal kein Trend, dann auch kein Trade. Dann schauen wir uns britisches Pfund gegen den US-Dollar an.
So, hier haben wir eine interessante Ausgangssituation. Ne? Das ist jetzt hier die Situation, wo ich gesagt habe, wir haben entweder den Haupttrend und einen korrelativen Gegentrend oder nur einen Trend. Hier haben wir jetzt genau zwei. Einmal diesen Haupttrend, der braune, der abwärts gerichtet ist. Da warte ich jetzt auf ein Einstiegssignal. Und gleichzeitig habe ich aber die Korrektur, die in dem eigenen Trend läuft. Und auch da wird früher oder später dann ein Signal kommen. Und das warten wir jetzt mal hier einen Augenblick noch ab, weil wenn das hier eine Ausgleichskerze gibt, ne, dann kommt dann hier auch ein entsprechendes Einstiegssignal für die Verkaufsrichtung, weil wir hier im dritten Trendarm drin sind. Ne. Im zweiten gab es schon eine schöne Chance, von dieser Bewegung zu partizipieren oder halt einfach in den Trend einzusteigen und zu schauen, wie viele Trendarme das dann hier noch kommen werden. So, da sind wir auch schon. Also gehen wir da mal ein. Man kann jetzt diese Position nehmen oder ich nehme jetzt hier einfach mal eine kleinere, weil es eh ein Demokonto ist. Und dann schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Und gleichzeitig kommt hier natürlich auch schon das Einstiegssignal für die Kaufposition. Und auch da kann ich natürlich dann oben schon entsprechend mal eine Order vorsichtshalber dann auch reinsetzen mit einer Buy-Stop-Order, weil ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht weiß, welcher Trend das sich dann fortsetzen wird. Bedenkt bitte, das ist jetzt wirklich der Scalping-Modus, da geht es natürlich super, super schnell. Ja, das muss man sich dann auch bewusst sein. Und das Ganze funktioniert übrigens natürlich dann auch in jeder Zeiteinheit, ne? Auch klar. Von daher gesehen kann man das im Tageschart genauso machen. Ich habe hier auch ein paar Trades offen, zum Beispiel im Tageschart hier in einigen Werten, wo ich das dann auch zeige, wie das dann hier ebenfalls funktioniert. Ja, und jetzt hier der Nachmittag steht eben ganz im Zeichen von diesem ganz kurzfristigen Scalping-Modus. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall schon mal in der Verkaufsposition drin. Das bedeutet, wir setzen sie erstmal den Stop-Loss an den letzten Punkt 3, weil dort oben der Trend ja bricht. Und dann warten wir einfach ab, was passiert. Wir haben ja für den Notfall auch noch eine Kaufposition drin, falls sich dann doch noch der Aufwärtstrend fortsetzen sollte. Hier muss ich jetzt natürlich auch mit berücksichtigen, sollte jetzt noch tiefer ein Kaufsignal kommen, dann muss ich natürlich meinen Einstieg auch hier weiter runter setzen. Aber das müssen wir jetzt mal kurzfristig dann hier beobachten. Erstmal läuft der Kurs im Moment in unsere Richtung. Im 1-Minuten-Chart kann man ja nicht wirklich davon sprechen, nach dem, jetzt läuft er in meine Richtung, das kann sich in der nächsten Minute gleich wieder ändern. Deswegen, ich selber bin jetzt nicht der Scalper, aber wenn man das mit der Trendfolge richtig macht, den Trend richtig zeichnet, dann kann man wirklich, wirklich von der Trendfolge auch sehr kurzfristig sehr schönes Geld verdienen. Aber natürlich kommen Verlusttrades auch dazu. Die hören zu jedem Spiel mit dazu, weil wir ja nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten können. Dann schauen wir uns den deutschen Aktienindex an. Und hier haben wir einen, momentan nur einen Trend, denn dieser Abwärtstrend, der braune, der ist hier gebrochen worden hier drüben. Und jetzt haben wir quasi nur einen Trend. Und auch hier können wir uns schon gleich eine Kaufposition einstellen, weil wir, ne, weil wir eine Korrektur haben. Ja, ist bereits eine valide Korrektur da. Und jetzt ging die Korrektur einfach nicht tief genug. Und deswegen mache ich so einen Sicherheitseinstieg am Punkt 2, falls sich der Trend doch nach oben fortsetzen möchte und ohne vorher eine große Korrektur zu machen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich ja vorher nicht weiß, wie weit das die Korrektur geht. Hier konnte man im Verlauf des Tages, jetzt wenn man sich so das Rückwirkende ein bisschen anschaut, dann sieht man schon, wenn man ein bisschen so in den ja, ganzen Tag hineingeht, sogar ein bisschen hier weitergeht,
von heute Morgen zum Beispiel, ja, dann gab es hier einen großen Trend, du lieber Himmel. Ja, da konnte man, wenn ich das richtig sehe, schon hier seit heute Morgen schon in diese Verkaufsposition hineinarbeiten. Und dann später im weiteren Verlauf gab es dann die Möglichkeit, hier aus dem zweiten Trendarm heraus dem Regelwerk entsprechend hier dem Trend zu folgen. Und da konnte man sich hier bis zum vierten Trendarm eine schöne Scheibe rausschneiden. Und dann gab es noch die nächste Verkaufschance hier aus dem zweiten Trendarm hier runter. Konnte man also hier bis zum dritten Trendarm ein kleines Stückchen mit rausschneiden. Ja, und jetzt gucken wir halt, ob es hier in die zweite Richtung oder wieder in die Kaufrichtung dann geht. Also da konnte man heute während des Tages schon über Trendfolge sehr, sehr gutes Geld verdienen im deutschen Aktienindex, sei es jetzt mit CFDs hier bei XM oder auch mit echten Futures kann man das natürlich genauso machen. So, da bekomme ich eine Frage. Euro-australischer Dollar ist heute ordentlich gefallen, könnte hier eine kurzfristige Long-Chance ergeben. Camilla, hast du da auch eine Zeiteinheit dazu? Das wäre gut. Ansonsten wird es natürlich schwierig. Ich muss mich immer auf was, eine bestimmte Zeiteinheit natürlich dann konzentrieren. Aber ich hole mir den schon mal her. Euro-australischer Dollar. Euro, da ist er auch schon. Euro, australischer Dollar. Ah, Moment mal, den habe ich ja hier schon offen. Kann ich mir zumachen. So, also im Tageschart bin ich hier auf jeden Fall in einer Verkaufsposition drin und hab auch eine Kaufposition. Ja. Und das ist jetzt mal der Tageschart als Beispiel. Ja, und jetzt, ob es hier eine Frage gibt, könnte hier eine kurzfristige Longchance ergeben? Darauf kann ich dir keine Antwort geben, weil es kommt auf die Zeiteinheit drauf an und es kommt auf dein Regelwerk drauf an. Und es ist etwas, was man als Trader muss man das verstanden haben, dass solche Fragen, ich weiß, dass sie wirklich ernst gemeint sind, aber möchte dir eine Erklärung dazu liefern, dass solche Fragestellung immer wieder darauf hindeutet, dass gar kein Regelwerk vorhanden ist. Denn ein echter Trader, der verstanden hat, dass es sich hier um ein mathematisches Nullsummenspiel geht, der stellt sich immer die Frage, ist am rechten Bildschirmrand mein Regelwerk gegeben, ja oder nein? So, und ist das Regelwerk da? Das heißt, ist ein Signal da aufgrund seines Regelwerkes, welches ihm einen mathematischen Vorteil bringt, dann wird er einen Trade machen. Und ist das Regelwerk nicht da, dann wird er eben keinen Trade machen. Ja? So, und das ist genau diese Fragestellung, wie ich sie früher auch gestellt habe, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe. Ja, man schaut sich einen Chart an. Man hat eine Wahrnehmung dessen, sagt, ui, der ist aber heute stark gefallen. Da muss es doch eine kurzfristige Longchance geben. Das heißt, es ist reine Zockerei. Ja, sonst gar nichts. Was du hier machen möchtest, ist wahrscheinlich reine Zockerei. Ja, und dann geht man her und versucht vielleicht dann, und das kann man dann mitunter mal machen, in den Minutenchart reinzugehen. Nur wenn du dir das anschaust, ja, dann ist es schon viel zu spät. Weil wenn du über eine kurzfristige Longchance reden möchtest, dann hättest du in den 1-Minuten-Chart gehen müssen. Ja, und dann war hier unten schon, ja, um 13 Uhr noch irgendwas, war eine wunderbare Kaufchance. Ja, und da konnte man den Trade schon wunderbar fahren. Ne? Und das Regelwerk hat es vorgegeben, schau, hier war das blaue Einstiegssignal, hier kam es, der erste Stop-Loss unter dem Punkt 3. Ja, und dann den Stop-Loss einfach nachziehen hier. Ja, und dann hättest du dir dieses Geld hier zumindest schon mal gesichert. Ne? Und das ist, ja, ich weiß nicht mehr, eine ganze Menge hier. Kannst du dir das selber ausrechnen. Und das ist auf jeden Fall dann schon mal sicher. Sicher, ne?
So, die Verbindung ist abgebrochen. Was? 4 Stunden based on Mary Meth. Keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, was Mary Meth ist. Ja, muss ich passen. Wenn du dazu ein Regelwerk hast, dann darfst du mich nach sowas nicht fragen, weil ich kenne Mary Meth nicht und ich werde mich damit auch nicht beschäftigen. Wenn es eine Longchance war, du hast 15 Pips rausgeschnitten, dann ist es gut. Die Frage, die sich jeder Trader immer wieder aufs Neue stellen muss, ist das etwas, was ich duplizieren kann? Ergibt das einen mathematischen Vorteil oder nicht? Oder sind solche Sachen immer nur zufälligerweise? Und jetzt muss ich ganz ehrlich aber auch sagen, im 4-Stunden-Chart sich 15 Pips rauszuschneiden, also ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ja, also wenn du es im 1-Minuten-Chart gesagt hättest, 15 Minuten, 15 Pips, dann hätte ich gesagt, coole Geschichte. Ja? Weil auf 1 Minute geht man vielleicht ein etwas höheres Risiko ein, weil ich ja dann wirklich nur ganz kurzfristig da drin bin. Aber auf 4 Stunden sich 15 Pips rauszuschneiden, weiß ich nicht, ob das auf Dauer dann Sinn macht, ob es da die Arbeit dann wert ist. Aber wie gesagt, jeder darf an der Börse tun und lassen, was er möchte. Da gibt es ja keine Vorschriften. Man muss sich immer wieder die Frage aufs Neue stellen, ist das etwas, was langfristig Sinn macht? Ja, ist das, ich kenne Mary Math nicht, müsste ich jetzt auch googeln danach, habe ich aufgegeben schon vor langer Zeit, weil ich mein Regelwerk gefunden habe. Du musst immer nur wissen, für dich entscheiden, ja, ist das Logik? Ist das, ich hatte genug und ging walken? Ja, finde ich super, absolut, finde ich wirklich super. Nochmal, musst immer für dich entscheiden, ist das Ganze langfristig von Vorteil? Ist es langfristig durchführbar? Kannst du das auch noch in 20 Jahren machen oder in 30 Jahren machen? Ich weiß nicht. Und darüber machen sich die wenigsten drüber Gedanken. Ne? Das mag jetzt lustig sein, das mag jetzt spannend sein, das mag jetzt vielleicht gut sein, aber will ich das jeden Tag machen? Will ich das jeden Tag machen? Wirklich, jeden Tag, die nächsten 20, 30 Jahre? Darüber denken die wenigsten Daytrader nach. Ne? Kann ich sowas auch noch machen, wenn ich in Rente bin? Will ich das auch jeden Tag noch machen? Da kommt man dann ein bisschen vielleicht dann mal zum Nachdenken. Trotzdem nochmal, es ist weder eine Belehrung noch sonst irgendwas. Ich teile lediglich mein Wissen und die Erfahrung und Teil meiner Ausbildung der letzten 25 Jahre. Am Ende ist der Markt so groß, dass es sich für den Einzelnen ohnehin nicht interessiert und jeder tun und lassen kann, was er möchte. So. Das Signal kam von meinem Indikator. Ja, habe ich jetzt gesagt, was ich sagen wollte dazu. Indikatoren lässt sich sehr schön auch beantworten, was war zuerst da, der Indikator oder der Preis. Jeder Indikator muss immer eine Grundlage haben, er muss sich auf irgendwas berechnen, also muss die Frage sein, auf was berechnet sich der Indikator? Ja, ist ja schön, wenn ich so einen Indikator habe. Ja, wird hier mein Trendfolgeindikator, der setzt das Regelwerk um. Das Regelwerk ist 150 Jahre alt und ist bewiesenermaßen eines der erfolgreichsten Regelwerke, die es gibt, neben vielen anderen natürlich. Und deshalb muss die Frage natürlich auch gestattet sein, auf was berechnet sich der Indikator? Ist es ein Regelwerk oder ist es eine mathematische Formel? Hast du da irgendwie einen Backtest dazu? Gibt es irgendwas, wo man dann nachweisen kann, da gibt es einen positiven Erwartungswert dazu? Und ich bin immer froh, wenn ich es danke. Deswegen, Camilla, vielen Dank, dass du so in die Kommunikation mit mir gehst. Dann ist es wichtig auch für viele andere. Ja, ist für viele andere auch, die ja auch mit diesem Thema zu kämpfen haben. Ja, und dann kann man da ganz oft drüber reden. Wenn es eine mathematische Formel ist, dann ist ja alles gut. Dann passt es ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall da viel, viel Erfolg damit. Aber ich kann dir, wie gesagt, darauf keine Antwort geben, weil ich ja eben Trendfolger bin. Okay, schauen wir mal den Nasdaq an. Nasdaq ist in einem, schaut mal, das ist auch wieder eine wunderbare Geschichte, hat 8 Trendarme gemacht auf 1-Minuten-Chart. Ne? Und deshalb ist der Trendfolger den meisten anderen Regelwerken überlegen. Ne? Wenn du dir das jetzt anschaust,
Beispiel, da kam das Signal, das Short-Signal, kam hier oben im zweiten Trendarm. Das ist ein Traumsignal heute schon gewesen. Es kam irgendwann heute Morgen schon. Ja, der erste Stop-Loss lag hier oben am Punkt 3. Dann setzt sich der Trend weiter fort. Dann ging der Stop-Loss auf einen Stand und dann folgt der Trendfolger nur noch dem Trend und folgt immer weiter dem letzten Punkt 3. Und es war ein Traumsignal. Und dann ist er hier unten ausgestoppt worden. Ne? So, und dann hast du diese Strecke hier mitgemacht. Ne? Das waren jetzt hier oben 11.736 und hier unten raus 652. Also das waren irgendwie 80 Punkte, die man sich hier eben nach Regelwerk rausschneiden konnte. Ja, das war so ein Traumszenario, ne? Was man hier am Trend folgt. Das sind wirklich schnelle Gewinne seit heute Morgen bis heute Nachmittag. Wirklich schnelle Gewinne eben nach Regelwerk. Und das ist übrigens auch noch etwas, kommt vielleicht noch zu dem dazu, was die Camilla gerade mit mir diskutiert hat hier. Ihr müsst immer zwei Seiten auch mit berücksichtigen. Es ist natürlich immer interessant und gut, wenn man einen Indikator oder irgendwas hat, was einen Einstieg bringt. Was du aber natürlich auch wissen musst, ist, du brauchst auch einen Ausstieg. Und auch der Ausstieg muss irgendeinem System hinterlegen. Ne? So, Camilla hat zum Beispiel vorhin geschrieben, ich hatte genug, ja, und bin dann walken gegangen. Also ich hatte genug. Also ich hatte genug ist leider keine Mathematik. Ja, das ist eine persönliche Wahrnehmung. Aber so wie der Ausstieg, wie der Einstieg sein muss, reden wir hier ja auch im Ausstieg über eine Mathematik. Ja, also, und ich hatte genug ist keine Mathematik, sondern das ist eine persönliche Geschichte. Und meistens ist es dann so, dass ich, wenn ich selber Ziele vorgebe und es nicht dem Markt überlasse, dass ich das meiste dann im Markt liegen lasse. Ja, und dann wären halt aus 15, wenn ich mir den nochmal den anschaue, den Euro-Austral-Dollar als Beispiel, den wir gerade vorhin da hatten, ja, wenn ich mir das jetzt sehe und sage, Mensch, der ist heute so weit gefallen und ich gucke mir dann eben, wenn ich sage, ich bin Scalper in die Minute, ja, und sage, ich bin hier unten nach Regelwerk eingestiegen und hier oben steige ich dann aus, ja, dann sind es zum Beispiel hier von da nach da, dann wären das anstatt 15, wären es 43 Pips gewesen. Ja, macht einen Unterschied. Ja, das ist mehr als doppelt so viel. Das heißt, in der Wahrnehmung sage ich, ich hatte genug mit 15 Pips, super, aber ich lasse mehr als das Doppelte liegen. Und das ist die Frage, ob das auf Dauer dann Sinn macht. Geld im Markt liegen zu lassen, wenn es eventuell das Regelwerk dann vorschreiben möchte. Muss man auch immer mit dabei berücksichtigen. Aber wie gesagt, ist nur meine Wahrnehmung der Dinge. Okay, so, dann haben wir noch den Dow Jones. Der Dow Jones ist auch hier schon im fünften Trendarm aktuell. Und da gab es hier oben auch schon eine wunderschöne Einstiegschance. Auch hier schon, ne, hier im zweiten Trendarm, traumhaft, Einstieg, Stop-Loss, nachziehen. Ja, und dann ist man entweder hier raus oder wenn man mit einem mentalen Stop gearbeitet hat, dann ist man noch drin. Auf jeden Fall hat man diese Punkte hier schon mal sicher. Ja, das ist schnelles Geld mit Trendfolge verdient. Ja, und das ist ein Handwerk, was man lernen kann. Das ist also kein Hexenwerk, sondern das ist ein reines Handwerk, wo ich ein Regelwerk habe, wo ich nicht mehr raten muss, wo ich nicht mehr analysieren muss, sondern ich wirklich nur noch mein Regelwerk abarbeite und dann dem Trend folge, soweit wie er halt dann eben geht. Manchmal geht er weiter, manchmal geht er halt nicht so weit. Ja? Aber ich verdiene meistens mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit damit auch Geld. Und dann kommen wir noch zum Euro gegen den Dollar. Ja, da habe ich jetzt vor lauter Ratschen, habe ich jetzt hier natürlich den Einstieg verpasst. Seht ihr, hier kam das Signal, hier war der Trend, zweite Korrektur, in dem Fall sogar eine tiefe Korrektur, Ausgleichskerze und dann der Einstieg. Ja, hier, und da wäre man jetzt auch schon im Plus. Das heißt, wir erreichen schon den Punkt 2. Das würde zum Beispiel schon mal genügen, den Stop auf Einstand abzusichern. Ja, und dann einfach abzuwarten, was kommt. Und vielleicht gibt er uns ja nachher nochmal
eine Einstiegschance. Wir haben jetzt einen Trade laufen, ja, so, und da haben wir jetzt schon eine Trendfortsetzung. Das bedeutet, ich muss natürlich schon mit dem Stop-Loss arbeiten, dann setze ich jetzt mal unter dieses Tief darunter. Ja. Und das ist halt jetzt im 1-Minuten-Chart eine jener Geschichten, wo vielleicht dann nicht laufen wird. Das weiß ich jetzt noch nicht, ja, aber so wie es aussieht, wird er mich dann gleich ausstopfen, fachlich korrekt. Ich habe mein Regelwerk eingehalten, aber natürlich geht nicht jeder Trade auf. Und etwas, was vielleicht auch ganz wichtig ist als Trendfolger, ja, warum die mal, beziehungsweise als Daytrader oder vielleicht auch als Scalper, ein Grund dessen, warum, wie das hier unten steht, ne, warum hier so viele, also fast 80% einfach kein Geld verdienen, liegt zum Beispiel auch in der Tatsache begründet, dass nicht alle Signale genommen werden. Ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Märkte hier beobachte, dann haben wir ja gesehen, dass ich in einigen Märkten im Lauf des heutigen Tages schon richtig, richtig gutes Geld verdient habe. Und dann wird mich auch so ein einzelner Trade, der vielleicht dann nicht aufgeht, so wie dieser hier, wird mich dann im Prinzip überhaupt nicht stören. Ja, weil Verluste gehören ganz einfach zu. Jetzt haben wir halt nur einen weiteren Trend anbekommen, ne, aber halt eben nicht mehr. Und das ist einer der Gründe, warum viele Trader kein Geld verdienen. Ja, weil sie sich dann nur zufälligerweise Signale nehmen, weil es halt zufällig gerade eben da ist. Und dann wird halt auch der Erfolg einfach nur zufällig sein, aber eben nicht duplizierbar sein. Das ist das Handicap an der Geschichte. Also wenn du Trader sein möchtest, nicht Investor, ist was anderes, wenn du Trader sein möchtest, dann bist du verpflichtet, jedes Signal auch zu nehmen. Von den Märkten, die du handelst. Alle Märkte kann man nicht handeln, das geben die meisten Konten gar nicht her. Man kann auch nur einen Markt handeln. Ich handle zum Beispiel in meiner Community, handle ich zum Beispiel über das Prop Trading nur den Euro-Dollar auf 4 Stunden. Ja, das machen wir alle gemeinsam, geht genauso. Nur darf ich halt auch kein Signal verpassen. Ganz, ganz wichtig. Camilla, ich bin sicherlich kein Profi. Also das möchte ich klarstellen. Ich bin genauso ein Trader wie du auch. Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht dir voraus habe, ist, dass ich das schon ein paar Tage länger mache und vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung habe. Aber ich bezeichne mich da nicht als Profi und du bist auch kein Amateur. Ich würde sagen, wir sind beides Trader und tun unser Bestes und ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, und du formulierst, das ist dann schon richtig auch, ne, dass in der Erfahrung liegt es halt begründet, dass du halt viele Punkte liegen lässt und ich halt eben nicht. Und das hat was mit Erfahrung zu tun. Das hat nichts mit Wissen zu tun. Das hat was mit Erfahrung zu tun, aber natürlich vielleicht auch ein Stück weit mit der Logik im Trading zu erkennen, die aber leider halt so nicht wirklich gelehrt wird. Dafür gibt es aber dann Möglichkeiten, das zu tun. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, denn der DAX hat den Trend nicht gebrochen. Das bedeutet, da kommt jetzt mit dieser Kerze gleich nochmal ein Einstiegssignal. Und das ist ganz wichtig, ne? Deshalb ist es super wichtig, dass ich verstehe, wie der Trend gezeichnet wird. Ja? So. Anim, bist du noch da? Ja, ich sehe dich noch. Deine Frage. Ich habe deine E-Mail gesehen. Ich bin, wie gesagt, nur krank. Ich komme gerade mal dazu, das Notwendigste abzuarbeiten. Ich werde es aber versuchen, heute noch zu beantworten. Ich muss nur ganz kurz schnell den Trade hier noch aufsetzen. Ja. Also, um der DAOHAO-Family beizutreten, brauchst du kein Konto. Ne? Das kannst du aber mit einem Demokonto anfangen. Also, die Größe des Kontos spielt keine Rolle. Du wirst bei uns in der Community lernen, durch die 3 Webinare pro Woche und durch das gemeinsame Arbeiten, auf was es auch wirklich dann ankommt, damit man als Trader das, was man gelernt hat, auch erfolgreich umsetzen kann. Da sprechen wir 3-mal die Woche drüber. Also mach dir da keinen Kopf. Du kannst auch in die Community kommen ohne Konto, also nur mit dem Demokonto. Das empfehle ich sowieso, entweder ein kleines Konto, wirklich mit kleinsten Positionen anzufangen. Weil wir handeln jetzt in der Community nur, wir handeln zwar alles, also Währungen, Indizes und Rohstoffe, aber wir handeln nur in den größeren Zeiten 4 Stunden und Tageschart, weil die meisten erkannt haben, dass es mit Daytrading auf Dauer sehr schwierig ist und die meisten gar keine Zeit dazu haben.
Aber ich werde deine E-Mail noch beantworten, wenn du mir noch ein bisschen Zeit gibst. Okay, so, dann können wir mal unseren Einstieg auch noch ein bisschen runterziehen, jetzt beim British Pfund US-Dollar. Ja, wir sehen, dass sich der Abwärtstrend jetzt noch nicht durchgesetzt hat. Ja, und wir müssen aber auch darauf präpariert sein, weil es kann sich genauso gut der Aufwärtstrend da durchsetzen. Ne? Da sind wir jetzt auch eingestoppt, da legen wir jetzt auch den Stop-Loss unter den letzten Punkt 3. Und dann schauen wir mal. Ne? Es wird sich zeigen, welcher Trend sich dann durchsetzen wird. Einer von beiden wird es auf jeden Fall sein. Das ist das Gute, was der Trader oder der Trendfolger immer weiß, dass er dem Trend vertrauen kann. Ja? Weil es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Das ist genau die Logik dahinter. Es kann entweder zu einer Trendfortsetzung kommen oder zum Trendbruch. Was anders kann nicht passieren. Das wäre dann wieder die Logik. Und deshalb vertraut er seinem System ganz einfach auch. Ne? Und deshalb muss er natürlich auch immer auf beiden Seiten, wenn es zwei Trends gibt, muss ich auch auf beiden Seiten drin sein, weil ich am Ende ja nicht weiß, welcher Trend sich fortsetzen wird. So, Kai, kommen wir zu dir. Du wolltest Cut Japan Yen auf dem Stundenchart. Sehr gerne. Da gab es schon einige Einstiegschancen. Wir haben momentan nur einen Trend und der ist aufwärts gerichtet. Und der ist allerdings schon im vierten Trendarm. Das heißt, der fachlich korrekte Einstieg war hier im zweiten Trendarm. Ja. Und nach der Trendfortsetzung hätte es genügt, den Stop-Loss auf Einstand zu ziehen und jetzt folgt man quasi dem Trend. So, und wenn jetzt hier als Beispiel noch ein weiterer Trendarm kommt, ja, dann folge ich einfach weiter dem Trend. Aber dieses Stück hier, das habe ich auf jeden Fall schon mal sicher, ne? Weil hier zum Beispiel mein Soft-Stop liegt oder mein mentaler Stop oder ich kann auch den Hard-Stop nachziehen, ist egal. Hauptsache, wenn der Trend da gebrochen wird, dann muss ich raus aus der Nummer, ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier fachlich korrekt eingestiegen, ja, und bin hier drin und habe jetzt hier meinen Stop-Loss, wo er sein soll, das Trendfolger, dann sind es schon mal 44 Pips. Ja? 44 Pips mit einem Mini-Lot sind 440 Euro. Mit einem Mini-Lot. Mit dem Standard-Lot sind es 4.400. Ne? Oder? Nee, 44. 4, nee, Entschuldigung. 44 Euro mit einem Mini-Lot und mit einem Standard-Lot sind es 440 Euro. Mal 10, 440. Ja, genau, mal 10. Genau, so ist es. Also auf jeden Fall schnelle Gewinne mit der Trendfolge. Und da hilft uns natürlich dann so ein toller Indikator natürlich schon, wenn er uns die Signale liefert. Die kann ich mir als Push-Nachricht liefern lassen oder als E-Mail oder als Notification zum Beispiel. Kai, das wäre jetzt auf jeden Fall mal Cut Japan Yen. Natürlich hast du hier auch nochmal eine Chance. Wir sehen ja das Signal hier auch im vierten Trendarm, weil bis zum vierten Trendarm lohnt sich der Einstieg noch. Von der Wahrscheinlichkeit her kann man, wenn man noch nicht dabei ist, dann kann man hier das natürlich auch noch machen. Allerdings die Verpflichtung des echten Traders, der das Handelsprinzip verstanden hat, billig einkaufen und teuer verkaufen, war natürlich hier im zweiten Trendarm einzusteigen. Ne? Dann bist du schon aus dem Risiko raus. Musst dir keine Gedanken machen und lässt den Markt entscheiden, was passieren wird. So, da sind wir nochmal drin im DAX, wie wir es fachlich korrekt machen müssen. Jetzt setzt man natürlich den Stop-Loss unter das letzte Tief. Wie gesagt, der Trend ist nicht gebrochen. Gibt es ein Regelwerk dafür, wann ein Trend gebrochen ist und wann nicht? Jetzt warten wir mal ab, wie sich der Trend dann hier weiterentwickeln wird. Und im British Pfund US-Dollar sind wir quasi in einer Long- und in einer Short-Position drin. Die hält sich im Prinzip fast die Waage. Wir hatten also fast auf selber Höhe den Einstieg wie den Einstieg auf Short und auf Long. Und auch die Stop-Loss sind verhältnismäßig gleich weg. Also die Trades werden sich im Prinzip dann aufheben. Und dann wird es halt sein, ne, währenddem der eine ins Minus geht, geht der andere natürlich ans Plus. Und dann werden wir sehen, ob sich der eine dann noch länger fristig fortsetzen wird. So, dann kommt die Frage nach Euro-Cut im Stundenchart. Sehr gerne. Das ist ein klassischer Short.
Also ein klassischer Verkauf. Haben wir nur einen Trend, momentan den Abwärtstrend. Und da gab es auch schon mehrere Signale. Und das beste Signal war auf jeden Fall hier oben. Hier. Aber man kann jetzt auch hier nochmal eine Stop-Sell-Order reinsetzen. Ne? Zweiter Trendarm auf jeden Fall. Und damit die beste Chance. Ne? Coole Geschichte. Euro-Cut ist auf jeden Fall ein klarer Verkauf hier nach dem Dow-Hau-Prinzip und einem Hau-Regelwerk. Anton, vielen Dank auch nochmal, dass du in Dresden mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich rausziehen und konntest noch ein bisschen weiterlernen für dich. War auf jeden Fall schön, dich wieder persönlich wieder zu sehen. Okay, so, oh, na, das ist doch nett. DAX scheint weiterzugehen. Das ist gut für unsere Position. So, British Pfund, ja, ist jetzt die Short-Position ausgestoppt worden. Dahingehend ist die Long-Position natürlich jetzt im Plus. Und wir gucken mal, was aus dem jetzt werden wird, ne? Also die Konsequenz wird jetzt sein, wenn es jetzt hier zu einer Trendfortsetzung kommen sollte, ja, dann werde ich den Stop-Loss auf 1 statuieren und dann wird er entweder sich fortsetzen oder er kommt nochmal zurück und ich muss wieder einsteigen. Ja, aber wenn sich der Trend mal fortgesetzt hat nach meinem Einstieg und ich kann aus der Korrektur kommen, und ich sage mal, die Strecke ist groß genug, ja, dann ziehe ich meinen Stop-Loss auf einen Stand. Ja. Es ist eine Möglichkeit, dann sein Trade-Management zu betreiben. Es ist eine Möglichkeit. Ich kann natürlich dann auch immer nur über den Stop-Loss den Punkt 3 nachziehen und dann halt schauen, wie weit dass ich dann komme. Aber ich bin eher dann ein Freund davon, so gerade im Scalping-Modus, in den ganz kleinen Zeiteinheiten schon zu schauen, dass man den Trades so schnell wie möglich dann auch absichert. So, im Nasdaq haben wir momentan nichts Vernünftiges. Im Dow Jones wäre jetzt hier noch ein Signal gewesen. Unsere Session ist fast vorbei, da mache ich jetzt keinen neuen mehr auf. Und Euro-Dollar baut einen neuen Aufwärtstrend, ne? Da war hier unten ein tolles Signal, zweiten Trend, am seht ihr, auch wieder eine wunderbare Geschichte. Trendfolge, wirklich schnelle Gewinne mit der Trendfolge zu betreiben. Ja. Na, DAX bleibt doch hängen, siehst du, und das ist jetzt genau das, was ich zum Beispiel meine. Es macht nicht immer Sinn, ja, den Stop-Loss sofort auf Einstand zu ziehen. Ja, es ist einfach, die Strecke ist viel zu klein. Dafür ist einfach die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass er einfach nochmal korrigiert und dann noch weitergeht. Ja, also ich bin da dann schon entspannt. Deshalb ist das Geldmanagement sehr, sehr wichtig. Aber hier ist es was anderes. Hier habe ich eine gute Strecke. Hier ziehe ich den Stop-Loss auf Einstand. Das heißt, der Trade ist safe. Da kann ich schon mal kein Geld mehr verlieren damit. Ja. Upsa. So, was macht noch mein Gold? Na, Klassiker. Klassiker, nicht wahr? Hier mal Long hier gekauft, ausgestoppt und dann geht er doch in meine Richtung. Aber das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Ja, deswegen ist es im Webinar natürlich auch immer schwierig. Das wirst du jetzt merken, dass man nicht erklären kann und live traden kann in voller Mont also in voller Ausführung. Das geht nicht. Denn, vor allem nicht bei dieser Menge an Märkten. Denn, schaut mal, es wäre nämlich hier der Einstieg gewesen. Nochmal. Nachdem sich ein neuer Trend ergeben hat, siehst du, da kam das Kaufsignal. Ja, schau mal, und mein Stop lag ist schon wieder im Plus. Ja, und da oben bin ich jetzt schon wieder. Das heißt, den Verlust, den ich hier eingefahren habe, den hätte ich jetzt mit diesem Trade schon wieder wettgemacht. Und genau das ist es, was ich als Daytrader verstanden haben muss. Oder generell als reiner Händler, nicht Investor, als reiner Händler, dass ich kein Signal verpassen darf. Ja? Weil dieser Verlust wäre mit dem aktuellen Trade mehr als wettgemacht worden. Ja, und das ist das, was viele Trader dann verzweifeln lässt, ne? Weil sie dann hinterher auf den Chart schauen, wie wir beide auch, und sagen, ah, Mist, habe ich jetzt verpasst. Ne? Das kannst du dir aber nicht leisten auf Dauer. Ja, das kann man mal machen, aber auf Dauer geht das leider nicht. Das wird so nicht funktionieren.
So, wir gucken mal. Also, wir haben zwei Positionen jetzt laufen. Einmal den Table, der ist schön. Und wir haben noch den DAX laufen. Ja? Und dann lassen wir es auch noch laufen. Gucken mal, wie weit das es noch geht und werde es dann auch später dann auch beenden. Ihr Lieben, es war mir wie immer eine große Freude. Ich möchte mich, Camilla, bei dir bedanken, auch dass du heute so fleißig mit mir mitgearbeitet hast. Aber auch natürlich Kai und Anton für eure Fragen annehmen. Und ich hoffe, auch für alle anderen war ein bisschen was dabei, was ihr für euch mitnehmen könnt für euer eigenes Trading. Ansonsten, ja, kann ich jedem immer nur empfehlen, macht eine vernünftige Ausbildung, wenn du mit Trading erfolgreich sein möchtest. Du kannst es auf eigenem Weg probieren. Das wird dich sehr viel Geld kosten und vor allem sehr viel kostbare Lebenszeit. Oder du nimmst dir halt jemanden, der dich ausbildet, der den Weg schon gegangen ist, nachweislich. Und dann kannst du den Weg auf jeden Fall abkürzen und sparst dir deutlich mehr Geld und auch deutlich Lebenszeit an dieser Stelle. Im Namen von XM und DAOHAO Trading darf ich mich bedanken bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf und wie immer, seid mutig und freundlich und möge die Macht der Logik mit euch sein. Bis dann, bye bye.